app. Tramsim Vienna. Grundlagen. Ja, und herzlich willkommen zum Tramsim Vienna. Wir fangen heute gerade mal mit dem ersten Tutorial an. Ich habe da kurz mal reingeschaut, dass die Tastenbildung sah ziemlich wild aus. Von daher musste ich mich da ein bisschen reinfuchsen wahrscheinlich. Und daher starten wir eben, wie gesagt, mit dem Tutorial. Herzlich willkommen in Wien. Ich bin Andi, dein virtueller Fahrlehrer für dieses Tutorial. Bist du bereit, einen echten 40-Tonner auf Gleisen durch die österreichische Hauptstadt zu fahren? Ich glaube schon. Mal schauen. Alles klar, dann legen wir gleich los. In diesem Tutorial wirst du alle wichtigen Grundlagen der Straßenbahn und dessen Umgebung kennenlernen, ohne in Handbüchern oder Anleitungen stöbern zu müssen. Als erstes beginnen wir mit der neuen Straßenbahngeneration in Wien, dem Flexity, deinem neuen zukünftigen Arbeitsplatz. Hier im Cockpit gibt es viele Hebel und Schalter, doch keine Sorge, du wirst schnell lernen, wofür diese gut sind und im Nu kannst du das Fahrzeug fahren. Aber bevor du die wichtigsten Grundlagen der Bedienung des Fahrzeugs kennenlernst, wollen wir noch sicherstellen, dass du dich auch im Cockpit wohlfühlst. Mit der Taste Right Mouse Button kannst du in der freien Cockpit-Ansicht hin und her wechseln, um einen guten Überblick über das Fahrzeug zu bekommen. Ja, Spacebar zurück. Beginnen wir mit dem Fahr- und Bremshebel auf der linken Seite des Sitzes. Momentan befindet sich der in der Nullstellung. Drückst du ihn jedoch mit der Taste Q nach vorne, so beschleunigst du das Fahrzeug. Drückst du ihn jedoch mit der Taste Y zu dir, bremst du die Straßenbahn ab. Drücke die Taste A, um das Fahrzeug und den Fahr- und Bremshebel wieder auf die Nullstellung zu bringen, das Fahrzeug rollen zu lassen. Eigentlich kinderleicht, oder? Werden wir sehen. Bevor du losfahren kannst, muss ich dir noch ein paar Sachen erklären. Kommen wir zum Armaturenpult. Groß auf dem mittleren Touchbildschirm befindet sich der Tacho und zeigt dir an, wie schnell du fährst. Links und rechts davon werden die Kamerabilder der Außenkameras angezeigt und die linke wird ausgeblendet, wenn du eine gewisse Geschwindigkeit überschritten hast. Diese Kameras dienen als Rückspiegel zur Überwachung des Türraumes von außen. Dieser Bildschirm kann noch mehr, aber das kannst du dir später noch in Ruhe anschauen. Stimmt, hier gibt es gar keinen Spiegel. Bevor wir losfahren können, müssen wir uns ans Stromnetz hängen. Auf der rechten Seite des Armaturenbrettes befinden sich zwei weiße Schalter. Wie die Symbole auf ihnen schon zu erkennen geben, kannst du mit der Taste O den Stromabnehmer hoch- und absenken. Okay, perfekt. Wir sind am Netz. Na dann, zeig mal, was ich dir beigebracht habe. Beschleunige mal ein wenig auf 30 km/h, damit du einmal ein Gefühl für das Fahrzeug bekommst. Perfekt, versuche nun die Geschwindigkeit zu halten. Okay, wie halte ich denn die Geschwindigkeit? Viel zu schnell. So, da vorne siehst du eine Haltestelle. Bremse die Straßenbahn davor behutsam ab, damit die Fahrgäste ein- bzw. aussteigen können. Der optimale Haltepunkt wird bei den Haltestellen mit einem gelben Punkt in der Mitte des Gleises am Ende der Haltestelle markiert, dem Haltepunkt. Achte darauf, dass du die Straßenbahn genau dort mit der Zugspitze anhältst. Beim beschleunigen Abbremsen musst du aufpassen, dass du dies nicht zu schnell bzw. ruckartig machst, damit die Fahrgäste nicht durch den Zug geschleudert werden und es zu keinen Verletzungen kommt. Und dadurch verbessert sich nicht nur der Fahrkomfort, sondern trägt auch zur Sicherheit deiner Fahrgäste bei.
Okay. Sehr gut. Du hast dich tapfer geschlagen, doch du musst daran denken, du bist nicht allein auf den Schienen. Zeige den anderen Verkehrsteilnehmern, wenn du im Gleisbogen abbiegst, indem du den Blinker verwendest. Wir wollen nun rechts abbiegen, daher drücke die Taste Numpad. Um den Blinker auszuschalten, drücke einfach die Taste. Wenn du mal nach links abbiegen willst, musst du die. Was? Hide Joystick B3 Face Right Taste. Was? Liegt das an meinem Gamepad, das angeschlossen ist? Okay, keine Ahnung. Okay, einfach. Okay. Weird. Und jetzt? Müssen wir weiterfahren oder wie? Lassen wir die Leute einfach hier stehen? Wahrscheinlich. Schnell gleich ist Feierabend. Wir müssen an einer Haltestelle vorbeigefahren. Okay. Um nicht unbeabsichtigt zu schnell unterwegs zu sein, kannst du am rechten Bedienungspult eine sogenannte Geschwindigkeitsvorwahl wählen. Diese reguliert deine Geschwindigkeit, damit du nicht zu schnell unterwegs bist. Ah, okay. Den Straßenbahnen müssen sich auch an Geschwindigkeitsbeschränkungen halten. Jetzt gerade dürfen wir maximal 30 km/h schnell fahren. Wintenstraße. Ich sehe schon, das wird ein Simulator, der ziemlich eher auf Realismus getrimmt ist. Müssen wir hier anhalten? Oh shit. So, du kannst zwar das Fahrzeug jetzt steuern, doch der wichtigste Teil kommt jetzt. Passagiere transportieren. Rechts am Fahrsitz befindet sich das rechte Armlehnen-Bedienpult, auf dem steuerst du alle wichtigen Türbefehle. Eigentlich ist das kinderleicht. Die wichtigsten Knöpfe sind der blaue und der grüne in der Mitte. Freigabe und Löschen. Mit dem blauen Drücktaster gibst du die Türen frei. Das heißt, die Türen sind noch geschlossen. Aber wenn ein Fahrgast ein- oder aussteigen will, kann er den Druckknopf Türblatttaster an der Tür öffnen und diese öffnet sich dann. Mit dem grünen Drucktaster löscht du die Freigabe und die Türen werden sich schließen. Der Türblatttaster ist somit nicht mehr aktiv. Probiere es gleich aus. Na gut, ich habe eine Vollbremsung gemacht, merke ich gerade. Sind alle Fahrgäste eingestiegen? Drücke die Taste Mixed Reality L-Grip. Also den Abfertigungsgong gehört. Durch dieses akustische Signal weißt du, dass alle Türen geschlossen sind. Gratulation, du kennst jetzt die allerwichtigsten Grundlagen des Straßenbahnfahrens und darfst jetzt nun die Glocke läuten als ein Warnsignal an andere Verkehrsteilnehmer abgeben. Drücke einfach die Taste Numpad 7. Um dich mit der Steuerung besser vertraut zu machen, kannst du in diesem Tutorial noch ein bisschen weiterfahren. Denke an die Haltepunkte und versuche die Straßenbahn punktgenau zum Stehen zu bringen. Und keine Vollbremsungen zu machen. Wäre noch gut, ne? Die Steuerung ist wirklich ziemlich weird. Irgendwie links und rechts von der Tastatur. Sind die Steuerelemente. Troststraße. Bitte seien Sie achtsam. Andere brauchen Ihren Sitzplatz vielleicht notwendiger. Aber ansonsten, die Grafik sieht ziemlich schön aus, finde ich.
Aber schwierig einzuschätzen, wie schnell man bremsen muss oder kann. Okay. Also einsteigen bitte oder aussteigen? Hey, da. Okay. Sieht doch gut aus. Grün haben wir. Ich glaube, ich muss das Field of View noch ein bisschen höher stellen. Davidgasse. Umsteigen zu. Man hat ein bisschen einen kleinen Blick irgendwie. Shit! Oh. Knapp. Hast die rote Ampel überfahren. Vielen Dank, tschüss! Das mit den Kameras ist noch cool in der Mitte. Jetzt ist die Frage, ich kenne mich mit diesen Signalen nicht ganz aus. Wann für uns grün ist? Wahrscheinlich jetzt. Und rechts blinken, weil wir, glaube ich, rechts abbiegen. Fahrschüler, schließe das erste Tutorial ab. Du machst das wunderbar, aber es gibt noch einiges zu lernen. Als nächstes schauen wir uns die Straßenbahnsignale an, ihre Bedeutung und worauf du alles achten musst. Sehr gut, denn da kenne ich mich gar nicht aus. Straßenbahn-Grundkurs abgeschlossen. Neue Mission. Wieso sind hier so komische Platzhalter mit drin? Ist freigeschaltet und jetzt spielbar. Signale. Matzleinsdorfer Platz. Umsteigen zu? Wir starten mit dem allerwichtigsten Signal, dem Straßenbahnverkehrslichtsignal. Vielleicht sind dir diese schon mal aufgefallen. Quasi die Ampeln für Straßenbahnen mit ihren Punkten zeigen sie an, ob und wie die Straßenbahn fahren darf. In der Regel findest du an den meisten Kreuzungen diese Signale. So die hier oben. Drei waagerechte Punkte signalisieren Halt für alle Fahrzeuge. Sozusagen wie eine rote Ampel. Zwei Punkte in der Mitte bedeutet freie Fahrt in der geraden Richtung. Sind die Punkte schräg nach links oder rechts angeordnet, so hat man freie Fahrt nach links oder rechts. Ganz einfach. Es gibt auch Kombinationen von mehreren in einem, zum Beispiel zwei Punkte in der Mitte und einem rechts. Bedeutet nichts anderes wie freie Fahrt in der Geraden und zum Rechts abbiegen. Aber wie funktioniert das denn mit den Weichen? Übrigens, sollten einmal keine derartigen Signale an einer Kreuzung platziert sein, so gilt die ganz normale Verkehrslichtampel auch für die Straßenbahn. Weil wir gerade auch von einer Weiche stehen, erkläre ich dir schnell, wie es mit diesem Balkensignal rechts oben auf sich hat. Aber was es mit dem auf sich hat. Dies ist das sogenannte Einkammerlichtsignal und gibt dir die Signalinformation zu der Weiche vor dir. Eine Weiche ist recht simpel erklärt. Es gibt im Regelfall zwei Möglichkeiten zu fahren. Geradeaus oder man biegt ab. Und genau das zeigt das Signal auch an. Entweder steht die Weiche nach links, in diesem Falle geradeaus, oder nach rechts, und du kannst nach rechts abbiegen. Wir wollen den linken Ausgang der Weiche nehmen, also passt es genau richtig. Dann gibt es noch einen Querbalken und ein Dreiecksymbol. Vereinfacht erklärt, zeigt dir der Querbalken an, dass du nicht zu nah an die Weiche ranfahren darfst, wenn ein Zug vor dir gerade darüber fährt. Das Dreieck hat eine besondere Bedeutung, denn das ist die Alter Deutsch. Denn das ist wichtig, damit du sicher gehen kannst, dass die Weiche nicht elektrisch umgestellt werden kann. Also ein Dreieck muss die Weiche manuell umgestellt werden. Auf der rechten Seite siehst du eine Menge an Signalen rund um die Ampel. Sorry, heute kann ich gar kein Deutsch. Ein weiteres Signal in Verbindung mit dem
Straßenbahnverkehrslichtsignal ist das Ankündigungssignal. Bei diesem leuchtet ein A auf, das dir die Ankündigung einer Freiphase anzeigt. Damit weißt du, dass du in ein paar Sekunden freie Fahrt bekommst und kannst den Fahrgastwechsel beenden, indem du die Türfreigabe löschst. 18. In Richtung Burggasse, Stadthalle 62. In Richtung Leinz, 14a. Badener Bahn nach Baden. Alter, das ist ja mega kompliziert. Hier kommt schon das A. Nun hast du freie Fahrten geradeaus. In der Geraden, los geht's. Okay. Ziemlich verwirrend am Anfang alles. Wir kommen nun zur Ustrap, einem sehr speziellen Teil des Streckennetzes, weil dieser unterirdisch verläuft und ein eigenes Signalsystem hat. In diesem Abschnitt lernst du alle wichtigsten Signale, die du kennen solltest, also pass gut auf. Schön, dass noch mehr Signale dazu kommen. Hallo? Wieso beschleunigt die immer weiter? Fahre in die Ustrap ein und halte am Ende der Haltestelle an. Die Straßenbahn beschleunigt immer weiter, ohne dass ich was mache. What the hell? Okay. Sorry, ein bisschen da Panik gehabt. Gerade in der Ustrap ist das genaue Stehenbleiben vor der Haltelinie wichtig, damit deine Straßenbahn von der Weichenanlage richtig erkannt wird und du dann den Fahrbefehl erhalten kannst und eine Fahrstraße, Fahrtrichtung korrekt eingestellt wird. Was? Die zwei weißen Pfeile über dem roten Licht zeigen nämlich an, wie sich die Weiche stellen wird. So links oder rechts. Wenn das rote Signal erlischt, wahrscheinlich das hier unten, es zeigt nicht die aktuelle Weichenstellung an, die wie die üblichen Weichensignale. Überfährst du dieses Signal, kann es im schlimmsten Fall zu einem Zusammenstoß mit einem anderen Zug kommen. Deshalb halte immer vor dem Haltepunkt und fahre erst aus der Station, wenn das rote Signal erlischt. Hallo? So, das rote Signal ist aus und die Weiche ist gestellt. Fahren wir weiter. Sorry, wir fahren heute weiter, ohne euch mitzunehmen. Tut mir leid. Spannend. Wie schnell darf man hier unten fahren? Keine Ahnung. Wie du vielleicht schon bemerkt hast, siehst du auf der rechten Seite kleine grüne und gelbe Lichter. Leuchten. Das ist keine Weihnachtsdekoration, die jemand vergessen hat abzuhängen. Nein, das sind die sogenannten Fahrsignale, welche du nur hier in der Ustrap findest. Da es im Tunnel schnell dunkel wird und die Sichtverhältnisse schnell sehr schlecht werden können, sind diese Signale an den Wänden montiert und zeigen an, ob der jeweilige Streckenabschnitt vor dir frei befahren werden kann. Der Tunnel ist nämlich in mehreren Segmenten unterteilt. Die Lichter zeigen an, ob sich in den nächsten zwei Abschnitten vor dir Fahrzeuge befinden. Durch zwei grüne Lämpchen befinden sich keine Fahrzeuge in beiden Abschnitten vor dir. Und du darfst mit der zulässigen Höchstgeschwindigkeit fahren. Leuchtet ein gelbes und ein grünes Licht, so befindet sich ein Fahrzeug im übernächsten Abschnitt. Vorschriftsgemäß darfst du dann höchstens 30 km/h und auf Sichtweise fahren.
Wenn zwei gelbe Lichter leuchten, befindet sich ein Fahrzeug im nächsten Abschnitt und du darfst nicht schneller wie 15 km/h fahren und auf Sichtweise fahren. Relativ logisch, oder? Umsteigen zu 18. Ah, werden wir sehen. Schlachthausgasse. Das sind zwei grüne Signale. Aber wie schnell darf man hier fahren? Nochmal zwei grüne, ein grünes, ein gelbes. Das Anhalten ist ziemlich schwierig, finde ich. Türen öffnen. So, das rote Signal ist aus und die Weiche ist gestellt. Fahren wir weiter. Wahrscheinlich hätte ich die gar nicht einladen müssen. Okay, dann geht es jetzt nach links weiter. Wenn ich das richtig verstanden habe. Alleine auf der Welt. Der steht da im Boden drin. Okay. Laurenzgasse. Ich glaube, das war gerade die Anzahl. 25 darf man hier fahren. Kommen wir zum nächsten wichtigen Signal, dem Vorsignal. Manchmal können Verkehrsströme sehr unübersichtlich sein. Hier zum Beispiel befindest du dich vor einer scharfen Rechtskurve. Der Einblick gestaltet sich schwierig und womöglich steht direkt hinter der Kurve ein anderer Zug. Das Vorsignal zeigt vorzeitig an, wie sich das nächste Hauptsignal später verhält. Praktisch bei unübersichtlichen Verkehrsräumen oder wenn man mit hohen Geschwindigkeiten unterwegs ist. Fährst du zum Beispiel mit einer hohen Geschwindigkeit auf eine Kreuzung zu, kann es passieren, dass die Ampel früher umschaltet als gedacht und du hast keine Zeit, um den Zug vor der Kreuzung rechtzeitig abzubremsen. In so einem Fall wird dein Vorsignal ein gutes Stück vor der Kreuzung montiert, schon ein Haltesignal ausstrahlen, obwohl die Ampel dahinter noch grün ist. Was? Kreuzung jetzt schon ein Haltesignal ausstrahlen? Wahrscheinlich, wenn man nicht weiß, ob da eine Ampel kommt. Denn bis die Straßenbahn zur Ampel kommt, wird diese schon umgeschaltet haben. Ah, okay. Daher merke dir, siehst du ein Vorsignal, kannst du dich auf das nächste Hauptsignal besser vorbereiten. Das sind die wichtigsten Signale, die du für den Anfang kennen solltest. Fahre noch ein bisschen und mache dich mit den Signalen vertraut. Jetzt, wo du ihre Bedeutung kennst und weißt, wie du dich verhalten musst, wird dir das Fahren noch leichter fallen. Sorry. Kurz wieder ein bisschen zu fest gebremst. Was war das jetzt? Ja, dann steigt halt hier ein, mir egal. What the hell? Habe ich was falsch gemacht? Weird. Ist halt zu spät, wir fahren jetzt los. Tschüss. So, wir müssen hier früher anhalten.
Sehr gut machst du das. Naja. Wir haben fast alle mitgenommen, das reicht. Weiter geht's. Gibt zwei grüne Signale. Okay, ein gelbes und ein grünes. Das Beste ist jetzt, ich sehe eigentlich gar keinen Zug vor uns. Aber okay. Einmal Türen freigeben, alle Leute einsteigen. Nun hast du freie Fahrt in der Geraden. Los geht's. Ja, nee, jetzt müssen wir gerade anhalten. Oder warten. Interessanterweise geht gerade die Hupe nicht. Betriebsart. Es gibt noch viel mehr einzustellen irgendwie. Junge, Junge. Das Spiel kann ein bisschen kompliziert sein, glaube ich. Hat sich ja gelohnt anzufahren. Fratterhauptalle. Ich bin ja mal gespannt, wenn wir in der freien Fahrt sind, ob ich irgendwas erkennen werde, weil ich war schon mal in Wien in den Ferien. Und vielleicht erkenne ich ja irgendeine Gegend. Mal schauen. Ne, also die Ampel ist zwar rot, aber ich glaube, wir haben grün. Meierhofgasse. Sollte reichen, sehr gut. Fußgängerüberweg. Wie der Bremsweg ist ziemlich schwierig einzuschätzen, finde ich. Sehr gut machst du das. Straßenbahnsignale. Straßenbahnsignale abgeschlossen. Sehr gut. Gameplay. Während den Fahrten kannst du Punkte, sogenannte TSP, Tramsim-Punkte verdienen. Diese erhältst du durch verschiedene Aufgaben oder Aktionen, welche du während der Fahrt ausführst, wie zum Beispiel genaues Anhalten, pünktliches Fahren und viele mehr. Verdiente Punkte werden am rechten Bildschirmrand durch TSP-Aktion-Eingeblendungen angezeigt. Führst du hintereinander viele Aktionen richtig aus, kannst du eine sogenannte TSP-Kombo aufbauen. Ist eine TSP-Kombo aktiv, bekommst du für jede nächste Aktion zusätzliche Bonuspunkte. Ob eine TSP-Kombo aktiv ist, lässt sich anhand der grünen Farbe bei den TSP-Aktion-Eingeblendungen erkennen. Passiert jedoch ein Fehler, wird die TSP-Kombo wieder beendet.
aber keine Sorge, du kannst diese wieder aufbauen. Am Ende jeder Fahrt werden im Fahrtbericht alle gesammelten TSP zusammengerechnet und auf dein Profil gespeichert. Ausgewählter Spielmodus und Fahrtdauer bringen zusätzliche Punkte und werden am Ende der Session dazu multipliziert. Mit den verdienten TSP-Punkten kannst du Level steigen. Level zeigen dir nicht nur an, wie groß deine Erfahrung schon ist, sondern du kannst auch neue Features und Belohnungen freischalten. Je höher dein Level, desto mehr TSP benötigst du, um aufzusteigen. Wenn du die Simulation ohne Ablenkung genießen willst, kannst du auch in den Einstellungen die angezeigten TSP-UI-Elemente individuell anpassen und gegebenenfalls auch komplett ausblenden. Okay, und jetzt? Hä? Aha, einfach im Ingame-Menü oben rechts auf das HUD-Icon klicken und deine Einstellungen vornehmen. Was? Warnungen, Hinweis, Info. Profilfenster. TSP-Einblendung. Indikatoren. Hilfe. Zurück zum Spiel. Mit der Taste H blendest du das Ganze HUD ein oder aus. Das waren die wichtigsten Gameplay-Features im Spiel. Du hast jederzeit die Möglichkeit, unter Tutorial und Hilfe die einzelnen Tutorial-Szenarien anzuspielen oder einzelne Informationen zum Gameplay zu sammeln, zu Gameplay-Signalen oder Fahrzeugsteuerung nachzuschlagen, was du wichtige Informationen vergessen haben solltest. Du bist nun bereit, allein die Straßenbahn durch die Straßen von Wien zu fahren. Ich wünsche dir viel Erfolg da draußen. Und Gameplay abgeschlossen. Okay, das war ein langes Tutorial. Aber dann kennen wir zumindest die Grundlagen. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge starten wir mal das Spiel. Und fahren mal die erste Linie. Mal schauen, wie es ausgeht. Und somit vielen Dank hier beim Zuschauen bei Trumps in Vienna. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.